Herzlich willkommen zum ersten Office Break in dem Sinne. Der erste ist diese Woche und zwar werden wir da coolerweise unterstützt von Elliot, die diese wunderbaren Tische machen. Falls ihr Bock auf so einen Tisch habt, sagt uns Bescheid. Wir haben auch noch einen coolen einen kleinen Code. Ich fühle mich wie ein krasser Influencer, wenn ich das hier gerade sage. Den haben wir danach noch in die Storyline. Ja, bin schon dabei. Okay, perfekt. Gut, ihr dürft auf jeden Fall alle mal aufstehen. Wir werden auch diese 15 Minuten oder jetzt nur noch knappe 15 Minuten auf jeden Fall stehen. Eben hoffentlich ein kleiner Break von eurem Office-Alltag. Stellt euch mal hin. Schön gemütliche hüft-schulterbreite Position und wir starten mal. Ihr zieht euch einfach mal komplett in die Länge, zieht mal mit den Fingerspitzen zur Decke nach oben, zieht mal die Flanken richtig schön lang. Vielleicht seid ihr auch schon in der Situation, dass ihr einen Stehtisch habt. Ansonsten eben ganz wichtig, ab und an mal diesen Sitzenalltag zu unterbrechen, etwas mehr Aktivität reinzubringen in das Ganze. Und auch solltet ihr natürlich, also egal ob ihr im Homeoffice seid oder im normalen Office, ganz, ganz wichtig, da kleine Breaks reinzubringen. Sehr schön. Jetzt auch ruhig mal Kinn zur Brust, rollt euch mal nach unten ab. Soweit es euch eben funktioniert, bringt da gerne mal ein bisschen Zug auf die Rückseite. Rollt den Rücken mal schön ein. Wippt hier gerne noch ein bisschen nach. Und dann rollt euch wieder auf. Und jetzt überstreckt ihr euch mal bewusst auch nach hinten. Spannt die Pobacken fest an. Macht euch lang auch nach hinten. Und wieder tief. Rollt euch ab. Zug auf der Rückseite genießen, vielleicht auch den Zug im unteren Rücken mal wahrnehmend aufrollen. Genau, macht das jetzt noch dreimal. Dreimal tief, dreimal hoch. Jawohl. In den jetzt folgenden Minuten werden wir uns noch ein bisschen bewegen, alles ein bisschen geschmeidig machen. Und dann wird euch der Stefan noch mit etwas Neuro-Input versorgen, etwas Input für eure Augen, für euer Hirn, damit ihr da weiter schön performen könnt. Ich habe nicht mitgezählt, ich glaube, zur Sicherheit noch einmal. Nein. Ja. Gut, sehr schön. Dann haltet euch gerne irgendwo fest, Schreibtisch, Küchentisch, Wand, irgendwas. In meinem Fall jetzt die linke Hand. Am Tisch das rechte Bein, das linke Bein stellt ihr über, hinten. Und dann mit der rechten Hand, Fingerspitzen angezogen, zieht ihr mal ganz weit nach oben, macht diagonal die Vorderseite lang und wieder tief. Wenn ihr nach oben zieht, atmet mal ganz fest ein. Wenn ihr nach unten kommt, atmet aus und auch hier das Ganze noch dreimal. Große Bewegungen, ganz lang nach oben, ganz weit nach hinten. Ich habe wieder nicht mitgezählt, ich fange so auf den Neuro-Input gleich. Wäre auf jeden Fall notwendig. Letztes Mal, glaube ich. Zähl. Nach Zahl. Sehr schön, das Ganze auf der anderen Seite. Haltet mit der anderen Hand fest. Rechte Hand an der Seite, überstellen und dann zieht euch wieder diagonal in die Länge. Hüfte schiebt weit nach vorne. Po anspannen, Bauch anspannen. Und jedes Mal ein bisschen mehr nach oben. Einatmen, wir hochgehen und ausatmen, absenken. Letztes Mal langziehen und nett. Die Beinposition ist ein bisschen breiter, so schulterbreit. Und dann kreist mal kurz euer Becken in möglichst großen Bewegungen. Spannt euch auch mal bewusst die Pobacken an, wenn ihr nach vorne kommt. Richtungswechsel. Große Bewegungen hier. Und dann verändert mal die Fußposition. Lasst die Zehenspitzen mal weit nach innen zeigen. Dadurch verändert sich einfach die Gelenkstellung. Jawohl. Und Richtungswechsel. Sehr schön. Dann verändert nochmal die Fußstellung. Zehenspitzen zeigen ganz weit nach außen. Hier Balance halten. Klar.
und Richtungswechsel. Okay. Gut, letzte Sache, dann übergebe ich an Stefan. Nochmal schulterbreite Position, Zehenspitzen zeigen wohin, wo ihr sie wollt. Und dann mal den Oberkörper ganz locker von links nach rechts. Passt auf Tische, Desktops und so weiter auf. Gläser. Und dann gerne mal richtig große Armbewegungen. Und lasst hier mal an der Seite die Hände so richtig gegen die Schultern klopfen, gegen den Rücken klopfen. Schwingt noch zweimal pro Seite. Und dann langsam auspendeln lassen. Sehr schön. Bitte. Nice, Harris. Danke. Bevor wir mit Neuro für die Augen starten, würde ich gerne die Hände noch so ein bisschen mit einbeziehen. Die Hände sind extrem wichtig für unsere Motorik, für unsere Sicherheit im Leben und auch zum Leben hier eingefroren mit den Händen oder am Handy. So, wenn wir die Hände, die Fingerarme so ein bisschen durchbewegen, durchmobilisieren, umso mehr Input aus den Händen kommt, umso sicherer können wir uns auch einfach im Alltag bewegen. Und dann nimmt man die Ellbogen an den Körper ran. Ungefähr 90 Grad. Die Ellbogen, die Unterarme bleiben da. Die Finger ziehen nach oben Richtung Decke. Und bringt dadurch gleich ein bisschen Spannung mit rein. Ihr wollt wirklich mit Kraft arbeiten. Die Finger zeigen nach oben, die sind wirklich gestreckt. Dann zieht die Finger nach unten Richtung Boden. Da wird auch hier ein Zug am Unterarm. Die Finger klappen ein und ziehen ran. Dreht dann die Finger wie so ein Dinosaurier zu euch her. Da wirklich auch mit Spannung. Dann macht die Finger auf. Und bringt die Finger nach unten Richtung Boden. Auch hier wollt ihr wirklich ein bisschen Kraft mit reinbringen. Zug auf den Unterarm. Dann drehen wir die Hände wieder von außen nach oben. Und dann sind wir in der Startposition. Das ist die Stoppposition. Und von da nochmal die Finger Richtung Boden. Zug. Einklappen, ranziehen. Innen reinrollen. Aufmachen. Und nochmal nach unten ziehen. Aufdrehen. Ein letztes Mal. Nach unten. Eindrehen. Aufmachen, wirklich die Finger runterziehen, spreizen, hochdrehen und ausschütteln, locker. So, vielleicht den Unterarm und Händen auch so ein Mini-Workout und Stretch gegeben. Und jetzt gehen wir noch daran, dass die Augen auch Muskeln haben, die eben auch oft eingefroren sind, egal ob es im Handy ist oder auch wenn es mal ein Buch ist oder dann eben tatsächlich viel am Bildschirm direkt vor euch. So wollen wir die Augenmuskeln auch ein bisschen bewegen. Und dann nehmt ihr entweder einen Kugelschreiber oder einfach einen Daumen. Die andere Hand, die hält euer Kinn fest, dass sich nicht die Nase bewegt, sondern die Augenmuskeln. Und dann nehmt den Daumen mal nach vorne, sodass ihr ihn klar sehen könnt. Falls ihr eine Brille habt, macht den Kreis, den wir jetzt gleich machen, einfach nur so groß, dass der Rahmen nicht direkt in den Weg kommt, sondern dass ihr wirklich den Daumen verfolgen könnt mit den Augen. Das heißt, schön groß machen, Daumen nach vorne und dann machen wir einen großen Kreis, sofern ihr dann eben sehen könnt, mit dem Daumen. So, ich gerade eben die Hüfte. Nur eben jetzt mit den Muskeln der Augen. Die Nase bleibt stabil, die bleibt nach vorn gerichtet. Und Richtungswechselkreis. Und schaut wirklich, dass der Daumen, das ist euer Ziel und es bleibt scharf gestellt. Da wollt ihr wirklich das Ziel verfolgen. Wenn es ein bisschen schneller geht, schneller und noch einmal wechseln. Die Richtung und stopp. Sehr schön. Kurz ein bisschen ausblinzeln das Ganze. Jetzt haben wir die Augen kontrolliert bewegt. Jetzt wollen wir noch so ein bisschen Dynamik reinbringen und den Fokus scharf stellen. Und dazu braucht ihr drei Ziele. Ihr habt zwei Daumen und dann nehmt ihr euch noch ein Ziel, das ist weiter weg. Das ist bei mir jetzt einfach hinten da das Mikrofon, das ich da hinten sehe, oder es kann bei euch auch einfach ein Bild am Ende des Raums sein. Oder wenn ihr ein Fenster habt, nehmt ihr euch sogar was draußen, was ihr auch scharf sehen könnt. Das kann ein Fenster sein, das kann ein Baum sein. Irgendein Ziel, das weiter weg ist. Und ihr habt drei Ziele. Also ihr habt zwei nahe Ziele, das sind zwei Daumen, die ungefähr schulterbreit. Und ein Ziel, das weiter weg ist. Und dann springt ihr total random von den zwei Zielen und dem Ziel weiter weg hin und her. So ein Dreieck, das kann mal Daumen, Daumen, Daumen sein, dann wieder Daumen links, Ziel weiter weg, Daumen rechts. Und so wollt ihr euch auch wieder positionieren, groß machen, nehmt die drei Ziele her. Und dann springt mit dem Fokus, dass ich auch noch nicht die Nase bewegt, sondern nur die Augen wechseln schnell zwischen den Zielen. Und sobald ihr das Ziel klargestellt habt, wechselt wieder den Fokus. Und so ist mal ein kontrolliertes Bewegen, Umschalten zwischen nah und fern. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp.
bisschen ausblinzeln, lockern die Augen und lösen. Ja, dann läuft sie bei jemandem im gleichen Abstand. Deshalb das kontrolliert man mit Umsetzen in eine schnelle Umschaltbewegung. Hilft euch in eurem Alltag, wenn ihr durch die Straße geht, es kommen Fahrradfahrer, es kommen Autos, auf der Skipiste seid unterwegs, umso schneller ihr da sehen könnt, was passiert, umso besser könnt ihr euch auch selber dabei wieder bewegen. Und dann machen wir jetzt zum Schluss gerade nochmal die Augen kurz ein bisschen entspannen. Und dazu machen wir komplett dunkel, ihr macht die Augen zu und dann nehmt ihr euch mit der Handfläche, da wollt ihr nicht auf die Augen drücken, sondern euch wirklich dunkel machen, indem wir die Augenhöhlen, so einen Cup darüber machen. Groß machen, Augen zu machen, dann mal die Hände über die Augenhöhlen ganz dunkel machen. Lasst die Augen gerne zu, schaut wirklich in die Dunkelheit. Ein paar Mal tief ein- ausatmen, wenn es so ein bisschen aufblitzt. Oder da noch so Stammchen rumfliegen vor den Augen, das ist ganz normal. Aber es ist erstmal der Sehnerv, der noch Sachen zeigt, obwohl gar nichts mehr da ist. Ihr wollt euch wirklich versuchen, in die Dunkelheit zu entspannen. Die Augenlider entspannen. Ein paar tiefe Atemzüge. Wirklich nur ins Dunkle schauen. Das immer mal wieder am Tag einbauen, hilft euch einfach so ein bisschen Spannung rauszunehmen, auch aus den Muskeln, genauso auch aus dem Sehnerv. Nehmt ihr nochmal drei tiefe Atemzüge. Das Ganze geht dann auch einfach mal zwischendrin im Sitzen. Am besten einfach einen Timer stellen am Handy oder ein Post-it an den Bildschirm kleben. Dann mit dem nächsten ausatmen, lasst die Augen zu, nehmt mal die Hände dann weg von den Augen, lasst die Augen noch kurz zu. Nochmal tiefer Atemzug, das ist schon mal deutlich heller. Und dann öffnet die Augen, blinzelt wieder ein bisschen Licht in das Ganze. Und ja, dann sind wir so weit, dass ihr jetzt wieder ready in den Tag starten könnt. Schnappt euch ein Glas Wasser, auch immer wichtig. Alles, hast du noch was? Nee, das war Office Break Nummer 1. Könnt ihr natürlich alles später nochmal einbauen. Muss nicht das einzige Mal gewesen sein. Ganz gern. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, produktiven Tag. Bleibt gesund und dann sehen wir uns morgen um 10 wieder. Wir sehen uns.